So. Der nächste Vortrag ist eine Art Orientierungshilfe oder auch Handlungsempfehlung für die Zivilgesellschaft. Und zwar schaut er darauf, was getan werden müsste, damit künstliche Intelligenz für die positive Entwicklung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher und politischer Systeme genutzt werden kann. Er stellt also die Frage, wie wir zu einer politischen Gestaltung von Technologie kommen, die unsere gesellschaftlichen Werte auch widerspiegelt, statt zu einer technikgetriebenen Realität und dieser unheimlichen Version von KI, wie sie oft in den Medien ganz allgemein perpetuiert wird. Dazu spricht heute Julia Krüger. Die hat dieses Jahr zusammen mit Konrad Nischke zusammen eine Übersicht, eine ganz grundlegende Übersicht mit Handlungsbedarfen und Lösungsoptionen im Bereich algorithmischer Entscheidungsfindung verfasst. Sie heißt damit Maschinen den Menschen dienen. Und natürlich empfehlen wir euch, das Papier, was Julia zusammen mit Konrad geschrieben hat, anzuschauen. In ihrem Dayjob sozusagen unterstützt Julia seit Juni 2018 Saskia Essen bei der Arbeit im digitalen Innenausschuss des Deutschen Parlaments. Und sie ist auch eine freie Autorin von Netzpolitik.org. Bitte gebt ihr einen sehr, sehr großen Applaus. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier mal wieder auf der Bühne zu stehen und muss hier so ein mega großes Thema irgendwie in unglaublich kurzer Zeit über die Bühne bringen. Deshalb kann ich ganz kurz sagen, ich werde ganz kurz so ein paar Basics zum allgemeinen Diskurs bringen, dann so ganz wichtige Regulierungssachen, die wir jetzt in den Griff nehmen müssen und dann tatsächlich vor allem mal ein bisschen skizzieren, wozu uns eigentlich diese ganzen Algorithmen, diese ganze künstliche Intelligenz nutzen könnte und was wir tun müssen, damit es auch so ist. Ich glaube, ich erzähle keinem was Neues, wenn ich sage, dass Durchbrüche in einer ganzen Reihe von Analysesystemen in Verbindung mit weltweiter Vernetzung, in Verbindung mit ganz vielen Daten und ganz vielen Rechnerkapazitäten dazu geführt haben, dass im Prinzip möglich ist, wovon Menschen seit den 60ern oder seit den 80ern träumten, nämlich dass wir smart Software haben, die in Verbindung mit steuerungsfähiger Hardware immer mehr Arbeit übernehmen kann, die bislang Menschen vorbehalten war, etwa in der Analyse komplexer Sachverhalte, wie der Identität eines Menschen, etwa in der Bewertung komplexer Sachverhalte, wie ein nationales Sicherheitsniveau und auch bei der Steuerung komplexer Sachverhalte, wie beim autonomen Fahren. Ganz grundsätzlich muss man immer ganz doll unterscheiden, ob die Leute eigentlich über künstliche Intelligenz in der Analyse oder im Bereich der Anwendung sprechen. Im Bereich Medizin zum Beispiel verspricht natürlich künstliche Intelligenz irgendwie durch die Analyse ganz großer Datenbestände die Erkennung und Behandlung von schweren Krankheiten wie Krebs. Es geht darum, unbekannte Zusammenhänge aufzudecken, bessere Therapiekonzepte zu entwickeln und Ähnliches. Möchte man aber zum Beispiel eine Maschine oder eine intelligente Software darüber entscheiden lassen, welcher Herz-Kreislauf-Patient in einem Krankenhaus auf welche Station kommen soll, dann ist das viel komplizierter. Da muss man erstmal überlegen, okay, welche Daten sollen da eigentlich Berücksichtigung finden? Da muss man überlegen, welche in den Daten gefundenen Zusammenhänge sollen berücksichtigt werden. Dann muss man irgendwie überlegen, wer entscheidet darüber. Dann hat man eventuell dieses System gebaut, dann muss man es im Krankenhaus implementieren. Dann muss man irgendwie überlegen, worauf soll das eigentlich optimieren? Soll das darauf optimieren, dass Patienten gut versorgt werden? Soll das darauf optimieren, dass das Renommee von Ärzten steigt? Oder soll das optimieren darauf, dass das Krankenhaus möglichst perfekt ausgelastet ist? Also da gibt es ganz viele Unklarheiten. Was man auch so ein bisschen bei dem aktuellen Diskurs auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss, gerade wenn über sogenannte algorithmische Entscheidungssysteme gesprochen wird, dass die meisten Beispiele komplett veraltet sind. Früher hatten wir zum Beispiel die vorhersagebasierte Polizeiarbeit, die war orts- oder personenbezogen und noch relativ überschaubar. Heute kann man halt Daten in Echtzeit analysieren, vor allem auch soziale Netzwerkdaten mit berücksichtigen. Und das macht das ganze Problem von Kontrolle oder Nachvollziehbarkeit viel schwieriger. Manchmal machen diese Entwicklungen einfach total Angst. Klaus Lenk, das ist ein Verwaltungswissenschaftler aus Oldenburg, der sieht zum Beispiel die Gefahr, dass Algorithmen eine ganze Gesellschaft steuern können. Und zwar dadurch, dass im Prinzip eine klassische Regulierung über Zwang und Anreize dadurch abgelöst wird, dass man Kontexte steuert, Kontexte von Menschen, und zwar über die Personalisierung der sogenannten informationellen Umgebung von Menschen und Organisationen, Google, Facebook und Co.,
über die individuelle Profilbildung als Zuweisung für Chancen und Positionen und Lebenschancen und auch durch den Aufbau von technischen Infrastrukturen, die sozusagen das Verhalten so leiten, also not nudging. Das klingt erstmal total einleuchtend, aber es ist total unklar, welche Systeme eigentlich gerade wie integriert sind oder miteinander interagieren, wo wir es mit Steuerung oder Selbststeuerung zu tun haben. Und ich glaube, das größte Problem für die ganze Debatte ist halt im Moment der mangelnde Übersicht, den es, glaube ich, dringend zu lösen gilt. Genau, mangelnde Übersicht. Wissen ist Macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Maschinelles Lernen verändert ganz, ganz doll die Art, wie wir zu Wissen kommen, was für Normen wir bilden, was für Werte wir haben. Grundsätzlich entscheidend ist halt nicht bloß die Auswahl der Daten, wie meistens angenommen wird. Im Prinzip können halt verschiedene Suchalgorithmen in großen Datensätzen, die neuronale Netzwerke bilden, in die Tiefe suchen oder in die Breite suchen oder in Kombination beides, mit jeweils unterschiedlichen Zeit- oder Rechneraufwand. Das heißt, ob man das erste passende Ergebnis sucht oder das beste, ist ein total großer Unterschied, wo eine ganz grundlegende Werteentscheidung getroffen werden. Ah genau, das war das richtige Bild. Wenn ich mal zum Thema Content-Regulierung komme, so ein Thema, was hier gerade in der EU-Urheberrechtsreform immer wieder debattiert wird. Es gibt ganz viele Versuche, gerade sowas wie Hate Speech oder terroristische Inhalte oder Kinderpornografie automatisiert zu erkennen. Im Kontext von Google wurden sogenannte Toxizitätsfilter entwickelt. Da sollen Algorithmen auf Basis von Diskursseiten, zum Beispiel von der Wikipedia, darauf trainiert werden, sowas wie Hasskommentare automatisiert zu erkennen. Und dazu werden sie halt im Moment so trainiert, dass beispielsweise, hey, du bist keine nette Frau, da wird so ein Toxizitätswert von fiktiv 8% und hey, du bist eine scheiß Schlampe mit 3 Ausrufezeichen und 5 Kreuzen entsprechend viel höher bewertet wird. Das ist total interessant, einerseits, weil es dieser ganzen Debatte um Content-Regulierung den Fokus von der Idee zur Sprache, zum Ausdruck verschiebt und auch von der Frage, ob Inhalte eigentlich strafbar sind, zu der Frage, was so Algorithmen als toxisch lernen. Aber was ich viel krasser finde, ist eigentlich, wenn man sich so vorstellt, dass so eine Maschine mit irgendwie 10.000 Kommentaren gefüttert wird, die meinetwegen einen Toxizitätswert von 80% aufweisen. Ich habe keine Ahnung, was dabei rumkommt und ich glaube, das sollten wir dringend wissen, um zu gucken, was da passiert. Genau. Das Ganze führt natürlich zu der Frage von Nachvollziehbarkeit und Kontrolle, die gerade ganz, ganz dolle en vogue ist. Alle Experten fordern irgendwie sowas wie Algorithmen-Auditing. Es soll irgendwie eine Transparenz und Angemessenheit hergestellt werden über algorithmische Entscheidungssysteme. Es soll überprüft werden, ob Algorithmen richtig entscheiden. Früher war das relativ, einfach will ich nicht sagen, aber relativ überschaubar. Da war da sozusagen das Algorithmen-Auditing eine klassische Teildisziplin der Informatik und der Mathematik. Es ging irgendwie um die Überprüfung der Datenbasis der Systeme, der Modellierung der einzelnen Faktoren, der Nachvollziehbarkeit der Entscheidungslogik und der Implementierung. Heute ist es halt so, dass diese ganzen neuen Datenerhebungs- und Datenanalyseverfahren ganz, ganz komplexe, ganz dynamische algorithmische Entscheidungssysteme ergeben mit zahlreichen Feedbackschleifen und das auf Basis von sehr, sehr dynamischen Datensätzen. Das kann logisch kaum noch überprüft werden, da braucht man eigentlich immer Input-Output-Analysen, also man versucht sozusagen den Input, also Daten, die in das System einfließen, systematisch mit dem Output zu vergleichen und dann zu gucken, wie haben diese Algorithmen entschieden. Da ändert sich sozusagen der Fokus von dem Algorithmus auf die Daten, aber es generiert halt im Normalfall dasselbe Problem. Denn selbst wenn die ganze Welt darüber streitet, ob Facebook jetzt eigentlich Fake News befördert oder nicht, wir wissen es halt nicht, weil Facebook die Daten nicht rausgibt. Also die Daten sind halt meistens einfach verschlossen. Ich springe jetzt mal kurz wegen der Zeit und sage bloß, dass Überblick eine unglaublich wichtige Sache ist und komme gleich weiter, was sich gerade für Optionen bieten beim Thema Übersicht über Daten. Forscher haben nämlich natürlich versucht, relevante Daten, gerade aus sozialen Netzwerken, aus Umwegen zu erheben. Die haben versucht, öffentlich verfügbare Informationen automatisiert zu sammeln, das ist sogenanntes Scrapen. Sie haben versucht, durch Fake-Accounts oder Bots an Daten zu kommen. Und das Problem ist halt, dass es erstmal im Regelfall die AGBs der Webseitenbetreiber verletzt. Bis zum Januar 2018 waren diese Formen der Datenerhebung, also der Sicherheitsforschung,
einfach auch Gegenstand von IT-Sicherheitsgesetzen wie dem Computer Fraud and Abuse Act aus den USA. Sie stellten ein nicht autorisiertes Eindringen in vernetzte Systeme dar und waren damit Gegenstand des Strafrechts. In den USA hat sich die Rechtsprechung jetzt hier gerade geändert, glücklicherweise. In Deutschland haben wir irgendwie so tendenziell die Debatte um den digitalen Hausfriedensbruch auf der Agenda. Der würde genau so eine Mechanismen auch einführen. Aber auch ganz kritisch ist sozusagen die Frage des Urheberrechts. Die sogenannte Anti-Circumvention Provision des Digital Millennium Copyright Acts würde nämlich das Auditing strafbar machen. Strafbar insofern, als das sozusagen für diese ganzen automatisierten Datenzugriffe von extern eigentlich Technologien der Identitätsprüfung umgangen werden müssen. Und das ist halt eben durch das Urheberrecht eigentlich verhindert. Damit sind so algorithmische Entscheidungssysteme so tendenziell 2 bis 3 Mal vor einer externen Prüfung geschützt. Und das finde ich sehr, sehr unverhältnismäßig gegenüber der Anzahl möglicher Fehler, Risiken oder Betroffenen. Ich glaube, hier muss man ganz dringend gucken, die Gesetze zu reformieren und auch zu prüfen. Das ist irgendwie Teil meines Jobs. Ein zweiter Punkt neben sozusagen den rechtlichen Rahmen für Algorithmen betrifft ganz, ganz, ganz doll das Thema Daten. Wenn Daten für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz vergleichbar sind mit dem Futter für die Rinderwirtschaft, wie das Frau Merkel auf dem DGB-Kongress im Frühjahr diesen Jahres bemerkte, dann stellt sich eigentlich so ein bisschen die Frage, wie müsste eine Datenwirtschaft gestaltet sein, damit das richtige Futter in der richtigen Menge und Qualität bereitsteht, um die erwünschte Rinderzucht zu ermöglichen und nicht irgendwie Ziegen, und das in einem Kontext, der eigentlich davon geprägt ist, dass es halt keine Zuchtvorgaben gibt und dass es halt auch noch einen globalen Wandel in der ganzen Futterproduktion gibt. Die DSGVO regelt irgendwie personenbezogene Daten. Das ist zwar schon mal ein Fortschritt, aber noch nicht das Ende vom Lied. Die E-Privacy-Verordnung ist hier ganz wichtig, aber vor allem diese ganze Debatte, die jetzt hochkommt zum Thema Dateneigentum, Datenzugangs- oder Nutzungsrechte, da muss man sagen, rechtlich ist das nicht herzuleiten, weil Daten einfach weder Immaterialgüter noch Materialgüter sind. Technisch ist das nicht durchsetzbar und ökonomisch ist es weder notwendig noch relevant. Da gibt es eine ganz tolle Abida-Studie. Was wir wirklich brauchen, sind offene Daten, was allerdings tatsächlich, also offene Daten ist wirklich wichtig, wirklich, wirklich wichtig, ich komme gleich noch dazu, warum, aber wir müssen uns dann überlegen, wie können wir die Datenerhebung, die Standardisierung, die ganze Datenpflege und alles bezahlen, weil das einfach wirklich Geld kostet und wir müssen die Geschäftsmodelle ändern. Was wir uns auch überlegen müssen, ist halt, dass die meisten Daten heute zumindest auf Personen zurückführbar sind, weil sie einfach entweder über Plattformen oder über Sensoren erhoben werden. Das heißt, wenn man sagt, alle Daten sind offen und frei, dann müssen wir uns überlegen, okay, welche Form gibt es denn, diese Daten in diesen Datensätzen irgendwie wieder sozusagen zu neutralisieren mit Bezug auf die Personen. Das führt so ein bisschen zu der Frage von Datenmanagement, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig wird. Genau. Aber insgesamt, genau, hatte ich ja versprochen, was Positives zu erzählen. Wie viele Minuten habe ich noch? 7, sehr gut, das reicht. Eigentlich bin ich nämlich tatsächlich so gerade ein bisschen leid, über die Risiken von digitaler Technologie zu sprechen und auch immer nur über die Herausforderungen von Transparenz und Kontrolle. Ganz ehrlich, wäre irgendwie so Dokumentation wie We Are All Watched Over by Machines of Loving Grace gesehen hat, weiß, dass das ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema ist. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Normen und ganz viele Reformen gerade so einen Kontrollbedarf schaffen, der Politik und Verwaltung im Prinzip davon abhält, Probleme zu lösen. Und ich denke, wir brauchen ganz, ganz klar ein Umdenken, wie und wozu uns eigentlich künstliche Intelligenz taugen sollte. Wenn man mal so ein bisschen in die Geschichte von Digitalisierung reinguckt, ist es ganz interessant. Es gibt einen Autor, der heißt Ernst Beniger. Der hat 1986 ein ganz spannendes Buch geschrieben. Dann hat er beschrieben, dass die erste industrielle Revolution die Geschwindigkeit, das Volumen und die Komplexität industrieller Produktionsprozesse so sehr erhöhte, dass im Prinzip lokale Märkte gesprengt wurden und nationale und globale möglich waren. Dadurch, dass es aber keine Kommunikationstechnologien gab und somit Angebot und Nachfrage kaum koordiniert werden konnten, kam es halt regelmäßig zu Marktversagen, und er begründet die ganze Entwicklung vom Postwesen über die Telegrafie, über den Rotationsdruck und so weiter damit, dass einfach, wenn man globale Märkte hat, auch eine entsprechende Kommunikation möglich sein muss. Wenn man solche
solche Bücher liest, das heißt auch irgendwie The Control Revolution, kriegt man erstmal Angst, weil natürlich als Planwirtschaft, als Top-Down-Steuerung oder als Ökodiktatur das nicht so richtig attraktiv ist. Aber im Prinzip haben wir halt heute durch diese dezentralen Netze sowas wie Amazon. Und also Amazon ist so eine Daten- und Algorithmen-gestützte Plattform, die ganz, ganz viele Teilnehmer in Märkten mit ganz, ganz vielen Seiten ziemlich effizient koordiniert. Es ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Das Problem ist halt, dass sie bloß auf Gewinnmaximierung orientiert ist und dass sozusagen die gesamte Optimierung der Informationskoordination nur wirtschaftlichen Interessen zugutekommt, andere gesellschaftliche Interessen zu kurz kommen und wir sozusagen sowas wie eine Ausbeutung von Beschäftigten haben, unglaublich viel Verkehr und im Prinzip so eine Förderung von Luxusproduktionen. Wenn man aber mal darüber nachdenken würde, wenn man so eine Plattform wie Amazon, wenn diese Optimierung auf des Wettbewerbs mit gesamtgesellschaftlichen Zielen kombinieren könnte, also wenn man zum Beispiel das Ranking ergänzen könnte durch eine Art von oder wenn man das Personenscoring ergänzen könnte durch eine Art von Ressourcenscoring, wo so wie so ein ökologischer Fußabdruck der Ressourcenverbrauch in der Preisgestaltung berücksichtigt würde, dann könnte man sozusagen möglicherweise nachhaltige Ziele in diese Plattform bringen. Wenn man darüber nachdenken würde, bei diesem ganzen Fachkräftemangel, wie man LinkedIn dazu benutzen könnte, dass die richtigen Menschen in die richtigen Sektoren kommen, müsste man wahrscheinlich in der ganzen Jobkoordination von LinkedIn die Sektoren priorisieren, die gesellschaftlich wirklich relevant sind, also Bildung, Gesundheit, IT-Sicherheit und sowas. Wenn man überlegen würde, wie man Facebook für den Gesellschaftsdiskurs nutzen könnte, dann müsste man wahrscheinlich dann das Ranking von den Inhalten ran, an sozusagen die Bewertungskriterien. Da wäre so eine Idee, dass man sozusagen nicht bloß die Masse an Interaktion berechnet, sondern auch die Heterogenität von Interagierenden oder eben auch sowas, haben die Leute eigentlich, bevor sie den Inhalt geteilt haben, ihn auch gelesen oder so. Es ging alles datenbasiert, aber worüber ich eigentlich spreche, ist, wie man die richtigen Werte und Normen in die technologische Entwicklung einbezieht. Und ich glaube, das Wichtige ist, das nicht im einzelnen Code zu tun, sondern im Prinzip muss man die gesellschaftlichen, die gemeinwohlorientierten Werten maschinenlesbar in das Ranking bringen. Wenn ich sozusagen schon so ein bisschen drüber rede, wie man eigentlich die ganzen Plattformen mit demokratischen Standards oder mit gemeinwohlorientierten Zielen verbinden könnte, stellt sich natürlich irgendwie auch die Frage, ob man das eigentlich andersrum auch kann. Also ob es denkbar ist, dass man so die effizient, die ganz tolle Plattformregulierung mit den Potenzialen demokratischer Ordnung, also Freiheit, Mitbestimmung, Herrschaftskontrolle und sowas in Verbindung bringen kann. Also wir haben jetzt gerade die ganze Zeit dieses Bundeschaos da draußen und ich habe mich tatsächlich gefragt, warum noch keine auf die Idee ist, ob man nicht diese ganzen Potenziale der Datenanalyse dazu nutzen kann, die wirklich realen Probleme zu identifizieren und deren wirklichen Ursachen. Zum Beispiel könnte man natürlich anonymisierte Social-Media-Daten sehr gut mit Wirtschaftsdaten oder Klimadaten kombinieren und analysieren und ich wäre echt gespannt auf die Ergebnisse. Genauso könnte man natürlich tatsächlich darüber nachdenken, wieso wir eigentlich im Bundestag oder im EP oder sonst wo immer noch so arbeiten wie vor 15 Jahren und warum die Informationen, die sozusagen in der Politik gebraucht werden, um bestimmte Probleme zu lösen, nicht besser aufbereitet sind und besser koordiniert werden können. Und natürlich gibt es theoretisch auch unglaublich viele Möglichkeiten, also wenn man so datenbasiert Probleme erhoben hat, müsste man wahrscheinlich immer noch überlegen, okay, wer bestimmt jetzt, welche Probleme wichtig sind und welche Probleme zuerst geregelt werden oder so. Da könnte man wahrscheinlich sozusagen über neuartige Formen von Abstimmung drüber nachdenken und auch eine neuartige Form der Evolution und im Prinzip des Politikassessments. Genau. Ich bin auch schon fast fertig. Was ich sagen will, ist, dass Algorithmen und KI im Prinzip eine Demokratie ermöglichen würden, die tatsächlich die Lösung von globalen Problemen in den Mittelpunkt stellt, die es tatsächlich ermöglichen würde, dass wir eine sozial-ökologische Transformation haben und ich fürchte, dass wir vor allem den Widerstand sehr vieler etablierter Stakeholder berücksichtigen müssen, deren Angst um Jobs, Positionen und Ideologien.
Aber wie gesagt, da draußen ist ein unglaublich buntes Chaos. Ich glaube, die Ozeane triefen jetzt vor Plaste und von Leichen. Wir haben diesen Populismus und ich glaube, wir müssen uns jetzt ernsthaft die Frage stellen, okay, wollen wir diese unglaublich potenten Technologien zum Wohle der Gesellschaft nutzen oder halt wirklich für ihren Untergang? Ich danke euch.